mit Bex. Ran an den 15. Spieltag, Teil 2. Tore sind Tradition, 30 Bundesliga-Jahre und keine einzige Nullnummer. Kaiserslautern zu Gast beim Hamburger SV. Bayerisches Dilemma gegen Bayer-Euphorie. Euro-Lust statt Euro-Frust. München trifft auf Leverkusen. Absolut hitverdächtig. Zweimal Borussia, das Spitzenspiel. Zurücklehnen und genießen. Gladbach empfängt Dortmund. Außerdem in Ran, Freiburg, Stuttgart und Köln gegen 1860 München. Dazu eine ungeheuerliche Trainerpremiere. Horst Rubesch soll die Minusserie der Sachsen stoppen. Dresden empfängt den Karlsruher SC. Ran, Sat.1 Fußball, heute mit Johannes B. Kerner. Ran am Samstag, guten Abend. Sechsmal erste Liga aktuell, also keine lange Vorrede, sondern rein ins Fußballvermögen. Zumal Service und Standard bei uns die Tore von gestern warten. Bubi Bestschastnik traf letzthin sehr erfolgreich für den SV Werder Bremen. 6 Spiele, 6 Tore. Aber gestern, als er ging, kam ein anderer. Bremen-Schalke Ursula Hoffmann hat die Details. Als Wladimir Bestschastnik mit seiner Frau Svetlana auf dem Weg zu seinen Eltern war, hatte er ein Bild vor Augen. Das Comeback des Bernd Hopsch, der zur Halbzeit seinen Part im Sturm übernommen hatte, ohne dabei ein gutes Gefühl zu haben. Denn bei seinem letzten Einsatz am 14. September hatte Hopsch zwar auch ein Tor erzielt, sich aber dabei verletzt. Gestern brachte er Werder in Führung und das bei seinem zweiten Ballkontakt. Heute bin ich ins Spiel reingegangen, habe ich gedacht, naja, vielleicht verletze dich wieder, aber es hat halt gut geklappt und ich muss daran arbeiten, dass ich die Angst wieder überwinde. Auch er hatte gestern etwas hinter sich gelassen. Seine 7 torlosen Monate. Die von Bremen statt der kontrollierten Offensive praktizierte Konteroffensive. Über Mario Basler lieferte Andi Herzog die Vorlage zum 2:0, den Siegtreffer. Das Traumpaar des Abends hatte sich gefunden und störte sich nicht daran, dass Schalke durch Andreas Müller noch der Anschlusstreffer glückte. Nur eine Frage bewegte dann noch Bestschastniks Eltern. Was passiert mit Wladimir? Ja, vielleicht spielen wir alle zwei vorne, dann machen wir alle zwei die Tore. Nur er schien daran nicht zu glauben. Also, Bochum und Uerdingen haben ihren Wochenenddienst auch schon gestern verrichtet und Roland Wohlfahrt war wieder da. Noch nicht als Torschütze, aber dennoch gefeiert, besonders von einem knochenkranken Kollegen. Jörg Sevenaik hat die unglaubliche Geschichte. Eric Wynalder, Mr. Bad Luck, am Donnerstag aus dem Krankenhaus gekommen. Gestern erst zu Hause geblieben wegen zu großer Schmerzen. Doch dann quälte er sich trotzdem ins Stadion, wenigstens zur zweiten Hälfte. Und das war der Grund. Roland Wohlfahrt, einer, den Wynalder schon als Teenie in den USA bewunderte. Ich habe ihn mir immer als Fan, als Fußballfan beobachtet in Bayern München, was er da gemacht hat. Und ich habe ihn einmal kennengelernt vor 5 Jahren. Die US-Mannschaft hat gegen Bayern München gespielt. 4:0 verloren, er hat 3 Tore gemacht. Verpasst hatte Eric in der ersten Hälfte nur das 1:0 durch Waldorf in der 32. Roland Wohlfahrt wartete mit seinem großen Auftritt höflich, bis auch Sven Wynalder Platz genommen hatte. 56. zum ersten Mal an Golukovic vorbei und dann den Strafstoß erzwungen. Er legt an mir vorbei und läuft in mich rein. Das war sehr clever gemacht von Roland Wohlfahrt. Und genau deshalb haben sie den Rekordtransfer getätigt. Cleverness, das fehlte dem VfL bisher. Und Glück. Uwe Wegmann hatte es, Uerdingen nicht. Mehr als 60 Minuten verschliefen die Krefelder. Fast lag Anschlusstreffer 3 Minuten vor Schluss, kam zu spät. Roland Wohlfahrt behielt aber trotz des Sieges den Durchblick. Bis auf die eine Szene war ihm nicht viel gelungen. Ich kenne die Jungs noch nicht, sie kennen mich noch nicht. Wir haben uns heute ein bisschen aneinander vorbeigespielt. Aber einer träumt schon davon, dass sich das bessert. Ich hoffe, dass, wenn ich wieder fit bin, wir können gut zusammenspielen. Sprach und traute sich nur eine schüchterne Begrüßung seines Idols aus der 3. Reihe. Freiburg gegen Stuttgart ist das erste Spiel von heute. Und vorneweg die Meldung, Jörg Schmadtke ist heil angekommen. Das klingt vielleicht ein bisschen profan, aber ist für Volker Finke neuerdings eine wesentliche Mitteilung. Denn Schmadtke büffelt in der Nähe von Bonn für die Trainer A-Lizenz und stößt immer erst frei.
freitags zum Kader. Kurzum, selbst wenn er nur das Kilometergeld hätte, gehört er schon zu den Besserverdienenden. Freiburg gegen Stuttgart ist übrigens auch das immer wieder junge Duell David gegen Goliath. Stöcker gegen Meier Vorfelder, die beiden Präsidenten. Stöcker war Finanzbeamter in Freiburg, sein oberster Dienstherr, der Herr Minister Meier Vorfelder. Jetzt ist Stöcker Präsident und dachte, er sei ihn los. Aber nix da, als Liga-Ausschussvorsitzender hat der Gerhard Meier Vorfelder schon wieder vor sich. Es ist übrigens jedem bekannt, dass die beiden sich nicht sonderlich gern leiden mögen. Und zweimal im Jahr hat Stöcker dann die Chance, den Stuttgartern so richtig eins mitzugeben. Heute auch. Die Frage geht an Matthias Stach. 60 bis 70.000 auf jeden Fall hätten es werden können. Mehr als knapp 18.000 passen aber leider nicht hinein ins Dreisamstadion. Trotzdem tolle Stimmung. Und eine Kleinigkeit noch vorneweg. Eine ganz kleine Knoblauchzehe unter der Stuttgarter Bank sollte dem Gast die Lust auf Auswärtspunkte nehmen. Ob es Trainer Röber wohl bemerkt hat, hinein ins Spiel. Freiburg in Schwarz-Rot, heute mit Rackli und Spieß im Sturm. Bei Stuttgart Dinze für Kögel, der seit Wochen unter Achillessehnenbeschwerden leidet. Und der SC von Beginn an aggressiv. Das war Glück. Und weil es so selten ist, schauen wir es uns gleich nochmal an. Zunächst dieser weite Pass und dann der Fehler von Kienle, der in dieser Situation nicht mehr zu seinem Keeper zurückspielen kann. Und der Mann, nämlich Eike Immel, der mit über 500 Bundesligaspielen ja eigentlich ein erfahrener ist, als verkappter Balljongleur, Uwe Spieß beinahe der Nutznießer. Da waren gerade mal 6 Minuten vorbei. 2 Minuten später der SC im Vorwärtsgang. Ständiges Rochieren der Mittelfeldspieler brachte Gefahr. Bertholz, der Kapitän, die Situation scheint bereinigt, aber dann Rackli und Immel glänzt. Und nochmal Glück, denn da steht der Libero Thomas Strunz auf der Linie, aber Rackli hätte auch spielen können in dieser Situation auf Cardoso. Hier nochmal die Wiederholung, der schöne Pass und dann die Chance für den Albaner. Und dann kommt Strunz, rettet auf der Linie. Cardoso, wir sehen es hier, beschwert sich. Stuttgart viel zu passiv in dieser Anfangsphase. Immer noch die 8. Minute. Strunz und Cardoso. Also die Stuttgarter konnten sich über Glück in dieser Anfangsphase nicht beschweren. 7 Minuten später. Rackli auf Spieß. Und Jens Kurz. Chancen über Chancen im Dreisamstadion. Ein richtig gutes Spiel, aber bis zu diesem Zeitpunkt nur von den Freiburgern. Der SC seit der 16. Minute ohne den mit einer Platzwunde ausgeschiedenen Zeier. Für ihn kam Braun und dann erstmals Stuttgart im Angriff. Bertholz, Makile. Toller Schuss mit dem Außenriss, dreht er sich fast noch ins Tor. Schöne Vorbereitung auch von Bertholz, der sich zu Beginn immer häufiger vorne mit einschalten. Dann war es aber erstmal wieder vorbei mit der Stuttgarter Herrlichkeit. Jens Totz. Kohl. Spieß. Der Kapitän nach 2 Knieoperationen in der vergangenen Saison jetzt wieder voll da, traf den Ball nicht richtig. Und der Breisgau-Express weiter auf Hochtouren. Der Albaner hatte die Woche super trainiert, spielte darum für Borotyn. Das war die Halbzeit, 0-0, Volker Finkes Mannschaft bisher klar das bessere Team. Die zweite Hälfte wieder mit dem SC Furioso und immer wieder Fehler in der Hintermannschaft der Stuttgart. Martin Braun und Totz, das 1-0, die 48. Minute. Jens Totz, wo war da sein Gegenspieler? Franco Foda, ein Hauptproblem in den letzten Wochen bei Stuttgart. Chaos in der Defensive und Jens Totz, mit 17 wollte er noch Basketballspieler werden. Vielleicht springt er deswegen so schön hoch. Auf alle Fälle unhaltbar für Immel. 7 Minuten später, zur Abwechslung, mal die Stuttgarter. Situation scheint bereinigt. Bobic! Die 55. Minute, die erste Chance für Freddy Bobic. Er wirkte müde und ausgebrannt am heutigen Tag. Freiburg
hatte nach wie vor das Spiel im Griff. Und welche Fehler da hinten. Kohl. Oh, eine Riesenchance. Aber was sich da hinten bei den Stuttgartern tat, das war schon nahezu unglaublich. Weitere 5 Minuten später. Spieß, der Kapitän, wird gefault. Der Pfiff von Schiedsrichter Hans-Peter West, der bewertete das Ganze als Notbremse. Und der Mann, der gefault hatte, Thomas Strunz, mit seiner ersten roten Karte in seinem 130. Bundesligaspiel. Und wir schauen uns die Szene nochmal an. Von hinten kommt der trifft Spieß am rechten Bein. Und man muss sagen, Spieß strauchelt auch ein wenig. Elfmeter Cardoso, souverän, Rodolfo Esteban Cardoso, der Meister des ruhenden Balles. Denn in 10 Situationen, wenn er sich den Ball zurechtlegte, gab es ein Tor, Freistöße, Ecken oder Elfmeter. 2:0 für die Freiburger. Cardoso, der seinen Lauf noch ein bisschen abstoppte mit seinem 11. Saisontor. Es blieb bei der Sturm- und Drangzeit der Freiburger. Jörg Heinrich. Von Kickers Emden gekommen für 100.000 Mark. Gut angelegtes Geld. Auch diese Situation noch einmal. Ganz frei. Jörg Heinrich zum ersten und zum zweiten. Stuttgart mit 10 Mann beinahe ohnmächtig. Spieß, der gut spielte. Von Rackli. Ja, er nutzt einfach seine Chance noch nicht. Aber dennoch ein gutes Spiel vom Albaner. Dann die letzte Aktion des Spiels. Wieder mal ein Fehler der Stuttgarter Hintermannschaft. Und erneut kommt Jörg Heinrich. Tolle Parade von Eike Immel. Das war's dann. Der Schlusspfiff. Der SC Freiburg gewinnt völlig verdient mit 2:0 gegen eine ängstliche VfB-Mannschaft von Thomas Sippel und ein Erfolgstrainer. Wir haben jetzt 19 Punkte und das jetzt hat überhaupt nichts mit Understatement oder so zu tun. Wir spielen auf 30 Punkte, denn man muss schon nach vorne gucken, aber man soll nicht vergessen, was im letzten Jahr passiert ist. Und deswegen gehen wir ganz konzentriert von Spiel zu Spiel. Und wenn wir 30 Punkte haben und es gibt noch möglichst viele Spiele, dann kann man über andere Dinge reden. Wie auch immer, 12:4 Punkte zu Hause. Die kleinen Tricks aus dem Breisgau scheinen es in sich zu haben. Und ich glaube, ja, nur zu, immer ran. Und ich glaube, ich habe noch Knoblauchreste im Gehirn gehabt. Vermute, ich habe einen Feind. Mir entschuldige mich in aller Form beim Freiburger Präsidenten, der nicht Stöcker heißt, das ärgert ihn sehr, sondern Achim Stocker. Gruß nach Freiburg. Und Sie frage ich, haben Sie morgen Zeit? Ranissimo am Sonntag mit Duisburg gegen Frankfurt. Der MSV will den ersten Sieg, die Eintracht den ersten Auswärtserfolg. Und was ist los bei den Bayern? Der Manager stellt sich, Uli Hoeneß, am Sonntag ab 19.15 Uhr in Ranissimo, die Sat.1 Fußballshow. Blue Water ist der neue exklusive Duft von Gammon. Aber es ist mehr. Es ist die sinnliche Erotik und die belebende Kraft einer geheimnisvollen Welt. Tauch ein in diese Welt und lass dich verführen von Blue Water. Neu, Blue Water, der neue Duft von Gammon.
das Leben so bringt, bringt meist ein Mercedes. Großartige Filme verlieren auf herkömmlichen Bildschirmen viel von ihrer Faszination. Nicht mit Telefunken. Denn wir haben an all die gedacht, für die ein Kinofilm auch im Fernsehen ein Kinofilm bleiben soll. Der neue Cinevision im 16:9 Kinoformat macht Fernsehen zum Kinoerlebnis. Telefunken. Perfektion erleben. Führen Gutes im Schilde. Frisches Felddienst. Für den Ford Mondeo, das Auto des Jahres, machen wir Ihnen das Angebot des Jahres. Ob als Stufenheck, als Fließheck oder als Turnier. Er kostet Sie bei vergleichbarer Ausstattung immer das Gleiche. Ford, die tun was. Sat 1 Sport präsentiert das RAN Fußballquiz. 999 Fragen. Wer schoss das letzte Tor in der Saison 93-94? Stefan Chapuisat, Stefan Kunz oder Anthony Yeboah? Die Antwort im RAN Fußballquiz. Ab jetzt im Spielwarenhandel. Ohne eigene Schuld von zu Hause verstoßen. Ich gehe überhaupt. Kannst du den Leuten wieder ins Gesicht sehen. Heimatlos. Heute, 20.15 Uhr in Sat 1. Und weiter geht's mit dem 1. FC Köln gegen 1860 München. Kennen Sie das Braut-Strauß-Spiel? Braut dreht sich um, wirft den Strauß und wen empfängt, so sagt man, ist als nächstes unter der Haube. Das kann man auch mit Kapitänsbinden spielen. So versuchen es zumindest die Kölner momentan. Bodo wirft, und jetzt kommt der kleine Unterschied, keiner will sie haben. Und so wie Uli Vogt das jetzt gleich zeigt, könnte es ungefähr aussehen bei den Kölnern. Er berichtet von der Partie FC gegen 1860. Verantwortung? Ich nicht. Bloß nicht zu mir das Ding, hau ab mit der Verantwortung. So ungefähr muss es gewesen sein bei der Bestimmung des neuen Spielführers in Köln. Bruder Ilgner sollte es dann werden. Die Mannschaft sprach sich aber für den Neuköllner Bruno Labbadia aus. Die 60er in Blau bestätigten zu Beginn erst einmal ihren Ruf, die unfairste Mannschaft der Liga zu sein. Eines von vielen dummen Fouls. Die Kölner versuchten häufig, Toni Polster ins Spiel zu bringen. Polster, immer noch Polster und der unglückliche Abschluss. Trainer Lorand übrigens zu Beginn der aktivste Münchner Akteur. Die 21. Minute, Freistoß für den 1. FC Köln. Hendrik Andersen, Olaf Jansen und eine Glanztat von Bernd Meyer im 60er Tor. München spielte fast überhaupt nicht nach vorne und die Kölner versuchten es ab und an. Allerdings gelang auch ihnen nicht besonders viel. Bruno Labbadia und der freie Raum. Die letzten 15 Minuten der ersten Halbzeit, dann doch noch Bundesliga-reifer Fußball, wenn auch nur von den Kölnern. Die 39. Minute, Einwurf Weiser, Rudi verlängert, Polster und Olaf Jansen. Sensationell immer wieder, wie Toni Polster die Bälle für andere Spieler auflegt. 3 Minuten später, Stevic mit einem Befreiungsschlag an Girudi. Keiner greift ihn an. Und da hatte sich Bernd Meyer wohl ein bisschen verschätzt. Der Ball ging haarscharf oben am Winkel vorbei.
Die 45. Minute, wieder der FC. Labbadia, immer noch Labbadia. Schön setzt er sich durch und dann leider der Schuss genau auf Mann. Ausgezeichnet hier die Schussfinte, da versucht Müller noch mit der Hand an den Ball zu kommen und dann der Abschluss. Halbzeitstand 0:0 und diese beiden unterhielten sich wahrscheinlich über die bessere Vergangenheit in Köln, Hans Schäfer und Wolfgang Overath. Die ersten 20 Minuten der zweiten Hälfte waren dann wirklich Fußball zum Vergessen. München spielte überhaupt nicht, Köln versuchte es wenigstens ab und an, spielte aber gegen die total defensiven Münchner einfach schlecht, weil zu einfallslos. Hauptmann und dann dieser Abschluss. Höhepunkte, wenn überhaupt, nur die Zweikämpfe zwischen Toni Polster und Ralf Strogis. Zum Ende der Begegnung wurde das Spiel dann doch noch besser. Mit Steinmann zuvor eingewechselt, Polster flank, Bruno Labbadia, da stochert er im 16er. Rudi, wieder Toni Polster und das 1:0 in der 70. Minute. Hervorragend hier der kämpferische Einsatz von Bruno Labbadia. Er setzt nach, er kämpft sich den Ball und dann am Ende Toni Polster zeigt seine Qualitäten. Er steht einfach immer richtig. Nach dem Gegentor fing 1860 endlich an, Fußball zu spielen. Köln zog sich zurück. Stevic, Ilkner und Peter Pakul kurz zuvor eingewechselt mit dem 1:1 Ausgleich. Oder Ilkner vielleicht irritiert durch Hauptmann, trotzdem den Ball muss er halten. Zur Seite abwehren oder noch besser versuchen festzuhalten. Das Spiel wurde jetzt dramatisch. München schien die größeren Kraftreserven zu haben, aber Köln immer noch mit den besseren Chancen. Bruno Labbadia und Glück für Bernd Meier. Die 85. Minute, wieder der FC. Die Polster legt auf. Olaf Janssen und das 2:1. Schon zwei gute Chancen hat er in der ersten Halbzeit vergeben. Und jetzt sein Tor, Belohnung vor allem für eine gute kämpferische Leistung. Aber auch hier Toni Polster, der Vorbereiter. Klar, dass die Münchner jetzt in den letzten drei Minuten total offensiv spielten. Die 87. Minute. Pakult legt auf, Guido Ehrt vergibt. Es blieb beim 2:1 Sieg für den ersten FC Köln, der auch verdient war, weil 60 München zu schwach spielte. Wo stark mit Toni Polster und seiner Sichtweise der Vertragsverhandlungen. Ja, es geht ums Geld und es ist halt diesmal umgekehrt. Der FC will mir mehr zahlen, als ich nehmen will. Also das ist die Schwierigkeit. Sie wollen mir das Geld praktisch aufdrängen und das möchte ich nicht. Wie darf man das verstehen? Das war jetzt ein Scherz, ja? Ein Blitzknäster, sagt man in Österreich. Dankeschön. Also gute Laune bei Toni Polster. 13, 17 Punkte hat er, ja, wenn Sie möchten, also... Okay. 13, 17 Punkte hat der 1. FC Köln jetzt. Das ist noch zu wenig, aber die Tendenz stimmt, sagen die Fans der Kölner. Unser nächstes Spiel, Dynamo Dresden gegen den Karlsruher SC. Da schwitzte Horst Rubesch heute zum ersten Mal auf der Bank der Sachsen. Und er will dafür sorgen, dass er in möglichst kurzer Zeit der eigentliche Held in Dresden ist. Er hatte Schwierigkeiten, den Platz zu finden, aber dann war ja doch alles noch gut geworden. Der KSC hätte gern mal wieder ein Tor. Auswärts, das hatten sie seit 361 Minuten nicht. Vielleicht hat es heute geklappt. Thomas Clemens ist der Reporter beim Spiel Dresden gegen Karlsruhe. Heute auf Seite 1 einer Dresdner Zeitung Sympathiekundgebung für Rubesch und seine Männer. Alle bekennen sich zu Dynamo, doch wo sind sie? Enttäuschende 11.400 Zuschauer bei so einem wichtigen Spiel. Eine Erklärung, das miese Wetter vielleicht. Oder diese hier. Die Angst geht um in Dresden. So viele Löcher wollen erstmal geflickt werden.
Neben dem Trainer auch Andreas Sassen neu in Dresden. Ihn schickte Rubesch nach vorne, wie auch Spieß und Ekström. Aber diese vermeintlich offensive Aufstellung, das war nur eine Augenwischerei. Verhaltener Beginn, das ist vorsichtig beschrieben, was in der ersten Viertelstunde hier im Rudolf-Harbig-Stadion abging. Aber dann, Flanke der Dresdner, das ist Sassen. Stellungsfehler von Tarnath, Flanke Mauch und Ekström. Sowas wie eine Chance nach 18 Minuten. Erstmal die Kleiderordnung zurecht rücken und dann weiterschauen. Ja, was sah er dann weiter? Nicht mehr viel von seinen Dynamos. Die stellten plötzlich die Offensivbemühungen ein. Es spielte der KSC. Die dachten sich, wenn ihr nicht wollt, dann machen wir es halt. Aber diese Szene hier mit dem Abschluss von Tarnath, typisch für das Spiel bis zu diesem Zeitpunkt. Alles andere als ein Fußball-Leckerbissen. Das hier ganz neu für die Dresdner Spieler. An der Außenlinie steht ein Trainer, der mit ihnen redet und diskutiert. Nach einer halben Stunde die Ecke von Tarnath und Bilics Kopfball. Tscherchesow sah da nicht ganz so gut aus. Die Szene läuft weiter. Hier haben wir Bilic. Hässler. Ja, keiner greift ihn an. Fünf Dynamos schauen interessiert zu. Und dann hat Tscherchesow endlich den Ball. Wir sehen uns die Ecke noch einmal an. Von Tarnath hereingetreten. Dann der Kopfball von Bilic. Tscherchesow mit Problemen. Und wäre Kirjakov da nicht nach rechts weggerutscht? Ich wage zu behaupten, es hätte 0:1 gestanden. Die 45. Minute. Flanke, Kirjakov und Burkhard Reich in seinem 100. Bundesligaspiel. Das war sie. Die letzte zeigenswerte Szene vor der Pause. Dieser Gesichtsausdruck stellvertretend für den Rest der Anwesenden. 53. Minute, ein Wechsel beim KSC. Es kam Euro-Eddie Schmidt für den leicht angeschlagenen Kirjakov. Schmidt, so sagt Winnie Schäfer, ist für 90 Minuten noch nicht fit genug. Und so langsam kamen die Dresdner. Pilz, Aufblick auf Sassen. Sie fingen an, Fußball zu spielen, sie fingen an zu kombinieren. Auch der KSC wechselte dann. Das haben wir gesehen. Und die Dresdner wechselten, wollte ich sagen. Fuchs mit der 14 kam für Spieß. Und da hat er Ekström den Ball vorgelegt. Ekström! Na also, das war doch mal was. Der Ball übrigens noch leicht abgefälscht von Nowotny. Die Karlsruher kamen nur noch selten aus ihrer Hälfte hinaus. Und wenn, sofort die Dresdner dazwischen. Wieder Fuchs, der brachte neuen Wind ins Dresdner Angriffsspiel. Fuchs, Ekström. Und herzlichen Dank an Klaus Reitmeier. 1:0, 68. Minute. Ekström, vierter Saisontreffer, den hat er ihm zu verdanken. Denn da sah Klaus Reitmeier alles andere als gut aus. Diesen Ball muss ein Bundesliga-Torwart eigentlich haben. Vierter Saisontreffer von Ekström und so sah Horst Rubesch seinen, wenn Sie so wollen, ersten Bundesliga-Treffer. Erstmal ärgern und dann raus mit der Freude. Auch das ist ganz neu in Dresden. Sigi Held war da ja etwas introvertierter. Zuletzt 0:10 Punkte. Die Dresdner sollte es mal wieder zum Sieg reichen. Die Antwort des KSC kurz nach dem Führungstreffer der Freistoß von Hässler. Und unverständlicherweise zogen sich die Dynamos jetzt etwas zurück. Der KSC schaltete einen Gang hoch. Ebse Karl mittlerweile im Spiel für Lars Schmidt. Fink, Doppelpass mit Euro-Eddy und der Ausgleich. 1:1 gespielt, 74 Minuten. So einfach kann man die Dresdner Abwehr aushebeln, wie man es gleich in der Zeitlupe noch mal sieht. Schauen Sie mal hin, ein einfacher Doppelpass, Fink frei, Tscherchesow dann ohne Chance. Und so erlebte Horst Rubesch den Gegentreffer, Augen zu und durch. Um 17.15 und 6 Sekunden dann der schönste Pfiff des Tages. Schluss in Dresden, Stimmen zum Spiel. Nichts gegen Dynamo Dresden, aber da muss man einfach gewinnen. So wie die zu Hause aufgetreten sind, die erste Halbzeit, das war einfach für uns auch zu wenig. Man hat gesehen, wir waren ein bisschen unsicher. Wir wussten jetzt nicht genau, wo wir stehen. Ich habe immer versucht, dass sie wieder Fußball spielen, weil sie können ja Fußball spielen. Das haben wir ja phasenweise dann auch gesehen. Und wir müssen einfach an diesen Punkt wieder kommen, dass wir den Ball laufen lassen, dass wir Fußball spielen. Und dann denke ich, dann werden wir hier zu Hause auch sicherlich wieder eine Macht. Horst Rubesch wird es schon richten und für den KSC gilt, 430 Minuten lang mussten sie auf dieses Auswärtserlebnis eines Tors warten.
Und der Schuss von Eddie Schmidt war ja dann immerhin einen Punkt wert. Kurz weg vom Fußball zum Tennis. Da gibt es noch ein Big Event im Advent. Ein Riesenturnier in München. Compact Grand Slam Cup in München. Grüß Gott, ich habe die Ehre, einer von 16 Spielern zu sein beim Compact Grand Slam Cup und hoffe, dass Sie mich auf Sat 1 live sehen können. Ab dem 6. Dezember täglich live in Sat 1. Im Bistro gibt es heute eine echte Sensation. Nein, nicht Jean-Pierre. Heute zaubert Alphonse. Er zaubert köstliche Eiscreme. In ofenfrische Eiscroissants von Bistro. Außen knusprig warm und innen schmelzend zartes Vanilleeis. Eine kulinarische Sensation. Eiscroissant von Bistro. Die neue Zauberei aus dem Backofen. Es gibt Momente, da wird unser bekannt guter Service ganz schön auf die Probe gestellt. Und was können wir für Sie tun? Der schmeckt nicht nur zur Sommerzeit. Kümmerling, bitter macht lustig. Der Anfang war Feuer, Wasser und nachwachsende Rohstoffe. Holz ist Leben. Wir bauen Möbel für die nächste Generation. 30 Jahre haben dem Stuhl nichts anhaben können. Der Kunde sucht seine Möbel zu Hause aus und bestellt dann bequem. Und wenn man dann mit American Express bezahlt, ist das eine ganz einfache Sache. American Express ist willkommen bei Flöte&Tor, obwohl man dort sonst kein Plastik mag. Wir führen Gutes im Schilde. Frisches Felddienst. Ein paar Dinge im Leben sind vor allem deswegen so groß, weil wir sie so klein gemacht haben. Scala, Hi-Fi und Mini. Neu und gewaltig. It's a Sony. Wenn Sie in Videogeräten, Computerspielgeräten, DIA-Projektor und CD-Player in ein Gerät pressen wollen, das kostet ja wieder Gaumenqualität Geld. Kaufen Sie ab jetzt einen Highscreen-CDI-Player, den sensationellen CDI-Player, nicht nur für Musik, sondern auch für Videospiele, Kinofilme und Fotos nur bei Phobis. Und schon ab lächerliche kleine 998 Mark. Phobis, die Leute mit Ideen. Schubidubida, it's a lovely day, bum shibum. Formidable, baby, it's so nice. Doobie-doobie-da-da-da, it's a paradise. So schmeckt das Leben eben besser. Herforder Pilz. Marvelous. Große Filme kommen auf herkömmlichen Bildschirmen nicht gut an. Deshalb gibt's jetzt den Cinevision im 16:9 Kinoformat. Telefunken, Perfektion erleben. Darauf einen Düscherte. ADAC Crashtest August 94. Bestergebnisse für den Fiat Punto. ADAC 994. Spitzengruppe im Kleinwagensegment. Bestnoten für Airbag-Verhalten und Rettung. Autobild 3494. Kein bisher getesteter Kleinwagen ist sicherer als der Fiat Punto. Schon heute erfüllt er die 96er-Euro-Norm für Seitenaufprallschutz. Fiat Punto. Sicher seiner Zeit voraus. Wenn der Sommer geht, geht er nicht für immer. Ein bisschen Sommer bleibt, wenn du es willst, bei dir. Ein bisschen Sommer bleibt bei dir. Ein bisschen Sommer bleibt bei dir. Oh,
Tuborg Pilsener. Wer die Welt kennt, kennt Tuborg. Das waren gerade ein paar schöne Angebote. Und ganz nebenbei war das die beste Werbung für uns. Denn was das Leben so bringt, bringt meist ein Mercedes. RAN präsentiert das Computerspiel RAN Trainer als Diskette oder CD-ROM. Sie bestimmen Aufstellung, Taktik, Spiel und werden anschließend von Werner Hansch und Johannes B. Kerner interviewt. Hallo liebe Fußballfreunde. Die Zusammenfassung des Spieltags auf Ihrem Computer. Der RAN Trainer ab jetzt im Handel. HSV gegen Kaiserslautern ist unser und damit auch Ihr viertes Spiel. Und es ist die Rückkehr des jungen Herrn Andreas Reinke. Zwei lange Jahre war er Nummer 3 in der Rangfolge der Hamburger Torhüter und bestimmt auch deshalb nicht der beste Kumpel von Benno Möhlmann. Jetzt hat er die 1 und zwar beim FCK und sich besonders gefreut auf dieses Spiel. HSV gegen FCK, ein Bericht von Jörg Dahlmann. Er hat dieses Spiel gesehen, auch wenn das nicht immer ganz leicht war. Schmuddelwetter in Hamburg, kühl, feucht, leichter Nieselregen, HSV-Wetter. Nein, werden die Lauterer sagen, das ist unser Fritz-Walter-Wetter. Also schauen wir mal, wem es nutzt. Überraschung beim FCK, Ciriaco Sforza, heute Libero. Dies war so ungewöhnlich, dass Kollege Brennecke mal nachfragte. Welcher Teufel hat Sie denn geritten, den Sforza heute Libero spielen zu lassen? Ja, mal was anderes. Sforza hat diese Position in der Schweiz des Öfteren schon gespielt. Cutlet spielte stattdessen Mandecker wechselweise gegen Ivanauskas und Andersen. Und just dieses Duell Andersen-Cutlet stand zugleich im Mittelpunkt. Der HSV also in den hellen, in den weißen Trikots mit Spörl und Andersen. Kopfballsieger gegen Cutlet, aber dann Pech, dass er nur den Posten traf. 4 Minuten später, der HSV druckvoller als die Gäste aus der Pfalz. Hartmann, Spörl jetzt auf der gewohnten rechten Seite. Ivanauskas setzt sich durch gegen Cutlets. Hartmann, Andersen, nochmal Andersen. Da hatte sich der ehemalige Norweger, der den Vorzug gegenüber Zarate erhalten hatte, so gut per Kopf durchgesetzt. Fair gegen Reinke, der da patzte. Und plötzlich wird der Ball vom Freund zum Feind. Folgt eine Szene aus dem Lehrbuch, Kapitel So fährt man einen Konter. Martin Wagner, der Ausgangspunkt, Breme, Anders, Kuka und danach wieder Wagner. Dennoch, im Großen und Ganzen die Hamburger leicht dominierend, aber das Problem, das Andersen hat, quält ja auch seinen Sturmkollegen, weil das Ivanauskas. Sie treffen das Tor nicht. Dennoch Kompliment an die Fans, statt Pfiffen, Ivan-Ivan-Rufe. Halbe Stunde gespielt, ordentlich anzusehen, nur die Tore fehlten noch, aber vielleicht jetzt. Andersen, der gefiel mir trotz der 2 vergebenen Möglichkeiten gut beim HSV. Viermal als Vorbereiter und Spörl. Der FCK gab sich zwar seltener die Ehre vor Uli Steins Kasten, aber er blieb stets gefährlich. Roger Lutz ist das. Stefan Kunz legt auf für Martin Wagner, der legitime Nachfolger von Frankfurts Bernd Nickel als Dr. Hammer. Was machte eigentlich Libero Sforza? Ehrlich gesagt ordentlich, bis auf diese eine Szene. Der Schweizer will dribbeln. Am eigenen Strafraum verdribbelt sich. Alberts heute gegen Oliver Schäfer nicht so wirkungsvoll wie in den letzten Wochen. Standfußball, auch mal interessant. Bach kommt angerauscht und Spörl. Glanztat des ehemaligen HSV, Ersatz ist Andreas Reinke. So, dann noch ein Fall für Max Schauzers Pannensendung. Roger Lutz mit dem anderthalbfachen Lutz. Vorsicht, Mann mit Schirm. Halbzeit, Benno 0, Riedel 0.
Die zweite Hälfte andersrum. Und im Mittelpunkt zunächst Ivan Auskas. Hier ist er. Björn Andersen, ungemein fleißig, macht ein gutes Spiel. Spörl abgedrängt von Sporta. Na, ganz astrein war die Szene nicht. Hart an oder jenseits der Grenze des Erlaubten. Wieder Ivan Auskas. Vernascht Breme und Kablet hier im Zweierpack. Schauen Sie mal. Toll gemacht von Ivan Auskas. Sieht Litschkopf. 60 Minuten vorbei, keine Tore, aber jetzt ein schöner Angriff der Hamburger. Klassischer Konter über links Jörg Ali Alberts. Und Jörg links, Jörg rechts, nämlich Jörg Bach. Es sah ja nicht schlecht aus beim HSV, schöne Angriffe, aber im Fußball gibt es keine B-Noten. Was zählt, ist der Abschluss. Ivan Auskas. Er giftet nicht mehr, er wundert sich nur noch. Der Mann, der sich ins Haar greift, heißt Björn Andersen. Für ihn wirft sich nun Zarate ins Haar. Gleichzeitig seine letzte Szene, aber zunächst wird haarig in der HSV-Abwehr. 75. Minute, Kuka. Schön gemacht. Wagner und Kunz. Tor, Hengste. Der Dortmunder Schiri Kasper hatte abgepfiffen. Warum haben wir ihn später gefragt? Dann Abseits. Abseitsgeschichte. Linienrichter hat die Fahne hoch, hat mir Abseits signalisiert, dann habe ich Abseits gegeben. Da hatte aber der Kollege sich geirrt. Das war ein reguläres Tor. Beim Abspiel von Kukas, von Wagner, nie und nimmer im Abseits. Und auch danach haben wir nochmal angehalten. Hier Torschütze Kunz kann ebenfalls nicht im Abseits gestanden haben. Also regulär. Aber es zählte nicht. Freistoß Lautern. Wagner wird ausführen. Und Martin Wagner. Treffer. Aber der zählte wieder nicht. Verwirrung bei den Lauterern. Gelbe Karte gegen den Mann mit dem nervösen Fußgelenk, Martin Wagner. Hier sieht man, der Schiri war noch beim Mauerbau, hatte den Ball noch nicht freigegeben. Wiederholung. Und jetzt wird es zählen. Wieder wird Wagner ausführen. Wieder die gleiche Ecke. Stein. Gegen den harten Schuss von Martin Wagner. Ja, es blieb beim 0:0 und da Schadenfreude so herrlich sein kann, noch die folgende Szene mit Schiri Kasper, der Kostner gelb zeigen wollte. Glaubt der liebe Gott, muss ein Kostner-Fan sein. 32 Mal schon gab es die Partie Hamburger Sportverein gegen den 1. FC Kaiserslautern und zum ersten Mal Tore Fehlanzeige. Super Berti, in der letzten Woche wollten wir von Ihnen wissen, für welchen spanischen Verein Mirko Votava tätig war. Und die richtige Antwort war Atletico Madrid. Und der Gewinner eines Mazda 323C ist, ganz ruhig bleiben in Bremen, Jörg Machner in der Lea-Heerstraße 18, 28359 Bremen. Glückwunsch, Mazda 323C für Sie und für alle anderen die neue Frage. Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Die zweitbeste Heimmannschaft empfängt das beste Auswärtsteam. Insgesamt 33 Trainer waren bislang in beiden Vereinen beschäftigt, 26 davon allein in Dortmund. Wir möchten von Ihnen wissen, welcher Trainer war bei Borussia Mönchengladbach und bei Borussia Dortmund tätig? War das A. Udo Lattek, B. Erich Ribbeck oder C. Jupp Heynckes? Wenn Sie die Antwort wissen, dann schreiben Sie uns an Sat 1 Superberti 2, Postfach 70-15-69 in 22015 Hamburg. Der Einsendeschluss ist Dienstag, der 29.11.94. Sie können uns natürlich auch anrufen. Die Telefonnummer 0190 242224. Die Telefone sind bis Mittwoch 24 Uhr geschaltet. Erster Preis, der Mazda 626. Das Auge bestätigt Komfort und Schönheit, Zuverlässigkeit der ADAC. Der Mazda 626 im Wert von 33.500 Mark. Zweiter bis sechster Preis. Je ein Jahresabonnement und ein VHS-Rekorder der besonderen Art von der Programmzeitschrift TV Spielfilm. Siebter bis elfter Preis gewinnen Sie je ein Paar des revolutionären Adidas Predator Fußballschuhs. Der Monatsgewinn November. Trainieren Sie mit Stefan Edberg. Hi, I'm Stefan Edberg. I will play the Compact Grand Slam Cup in Munich.
And you can meet me for a training lesson there. Ordentliche Preise. Und wir haben noch zwei in dieser Ram-Samstag-Sendung. Und zwar Bayern München gegen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach gegen den Namensvetter aus Dortmund. Sie sind eingeladen. Bis gleich. Beste Autofahrer wohl, sondern auch ihre Beifahrer. Das ist Kurt. Kurt ist mal wieder ziemlich kopflos, weil er es einfach nicht schafft, seinen Videorekorder zu bedienen. Dabei muss er den Kopf gar nicht verlieren. Denn jetzt gibt es die neuen Grundig-Videorekorder mit Showview und Text Programming. Die denken selbst. Kopf hoch, Kurt. Wie man es auch dreht und wendet, im Mazda 626 findet man keine Fehler. Selbst Autobild hat nach 100.000 Testkilometern keine gefunden. Null Verschleiß im Motor. Keine Chance für Rost. Eine Investition in Zuverlässigkeit. Der hat das Zeug zum Altwerden. Der Mazda 626. Schön und zuverlässig. Wiltener Weinbrand. Zur Belohnung des Tages. Oh, mit diesem 32-Bit-Betriebssystem sollen noch meine DOS- und Windows-Programme laufen. Und oft sogar besser? Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Tja, so lange können wir aber nicht warten. OS 2, das 32-Bit-Betriebssystem. Wer es drin hat, hat mehr drauf. Der Comfy Winterkontakt im Härtetest. Spitzentechnologie für Winterreifen. Jetzt neu. Der Conti Winterkontakt TS 760. Continental. Reifen neuester Stand. Der neue Alfa Romeo ist da. Vielseitig wie noch nie. Sportlich wie noch nie. Kompakt wie noch nie. Fahrspaß wie noch nie. Alfa 145. Ein Alfa Romeo wie noch nie. Sonnengereifte Haselnüsse, handverlesen und frisch geröstet. Goldenes Korn, krossgebacken zu knusprigen Waffeln. Und herzhafte Kakaocreme, sorgfältig bereitet nach bewährtem Rezept. Ein Geschmack wie hausgemacht. Hanuta schmeckt so gut wie hausgemacht. Trinitron. Fernseher des Jahres in Europa. Super Trinitron 100 Hertz. Das ist Sony. Es ist offensichtlich, dass ein Mann, der einen braunen Flex-Control benutzt, flexibel genug ist, sich auf jede Situation perfekt einzustellen und großen Wert auf Gründlichkeit legt. Genau deshalb ist er... Ich glaube, der gehört Ihnen. So leicht zu erkennen. Braun Flex Control. Auffallend gründlich. Zu einem Verkaufsgespräch gehören nicht nur überzeugende Argumente, sondern auch frischer Atem. Meine Taktik? Öfters mal ein Tic-Tac. Das ist angenehm klein. Und erfrischt den Atem 2 Stunden lang. Bei gerade 2 Kalorien. Das finde ich super. Tic-Tac mit 2 Kalorien, 2 Stunden Tic-Tac-Frische. Der Name Bogenau war mir total unbekannt. Ich habe einfach den Mann geheiratet mit wunderschönen blauen Augen.
für mich Sport war, am Strand vom Copacabana zu gehen. Ich wollte aber ein bisschen Eleganteres haben. Und da habe ich gesagt, ja, das mache ich jetzt. Ich mache die Sonnenbogen-Kollektion für meine Freunde. Ich mache eben nicht für eine fiktive Frau. Man ist überall zu Hause mit American Express. Ich habe meine Karte, mehr brauche ich nicht. American Express ist willkommen bei Bogner und überall dort, wo Sonja sich zu Hause fühlt. Wie immer, kaum sitzt man im Auto, schon kommt dieses leichte Hungergefühl. Wir haben selbstverständlich Rocher im Wagen, Madame. Albert, Rocher nur so als Zwischendurchhäppchen, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Rocher mit Königsnüssen, das ist natürlich schon was ganz Besonderes. Rocher mit Byzantiner Königsnüssen, dem Ferrero-Prädikat für auserlesene Nüsse. Dieses Rocher. Rocher mit Byzantiner Königsnüssen, besonderer Genuss auch zu Weihnachten. Wenn Kaltes und Heißes Ihre empfindlichen Zähne wie ein Blitz trifft, nehmen Sie dagegen Sensodyne Zahncreme für schmerzempfindliche Zähne. Fragen Sie Ihren Zahnarzt. Welch ein Tag mit freundlichem Diebels. Das Gesicht 94, die große Gala aus Berlin. Mit Jerry Hall, Diane Brill, Thierry Mugler, Markus Schenkenberg und vielen weiteren Stars. Showtime vor und hinter der Bühne. Heute 22 Uhr in Sat.1. Run Story. Jenseits des Lächelns, Lust und Frust in der J-League. Die deutschen Fußballer in Japan. Jenseits des Lächelns am Donnerstag, direkt nach Schreinemakers in Sat.1. Und wir machen weiter mit München gegen Leverkusen und zum Leidwesen für alle Bayern-Fans müssen wir das bisherige Tor der Woche noch einmal zeigen. Aus der Abteilung So spielt man es in der Großstadt sehen Sie Monsieur Wehr. Er hat das Tor erzielt und trieb Trapp damit zum zwischenzeitlichen fußballerischen Wahnsinn. Riesentor und Riesenreaktion von Herrn Trapattoni. Kollege Stepanovic hat das alles etwas relaxed zur Kenntnis genommen, obwohl er sich schon gedacht hat, dass da heute was Neues kommen mag. Thomas Herrmann ist der Reporter beim Spiel Bayern München gegen Bayer Leverkusen und er hat eine ganz schön umgepflügte Bayern-Aufstellung vorgefunden. Bitte, Thomas. Ja, Giovanni Trapattoni hat wohl die Faxen dicke. Der Italiener zeigt seine Gentleman-Clown und setzt Akzente und setzt Mehmet Scholl auf die Ersatzbank. Harter Tobak auch für Alain Sutter, der Schweizer nicht mehr erste Wahl. Das heißt nichts anderes, als dass Lothar Matthäus im Mittelfeld platziert ist und Thomas Helmer Libero spielt. Das hat Jean-Pierre Papin gefordert und Trapattoni nun befolgt und umgesetzt. Leverkusen ganz in Weiß dagegen, offensiv ausgerichtet. Lehnhoff, Völler, Kirsten, Schuster, Thom, mutig, mutig. Doch nach vorne ging es zunächst beim Meister. Kirsten, Scholz verliert gegen Nehrlinger auf Dieter Hamann nach 5 Minuten. Die Gäste agierten dann aber bald so, wie sie aufgestellt waren. Quirlig, ausschwärmend, nach vorne spielen, technisch beschlagen. Andreas Thom. Völler auf Hans-Peter Lehnhoff und Oliver Kahn mit prächtigem Flug, aber die Zeitlupe verdeutlicht mal wieder, wie es genau war. Oliver Kahns Rettung war der Posten und sonst nichts. Die altbekannte Unsicherheit der Bayern in der ersten Halbzeit wieder allgegenwärtig und die cleveren, routinierten Jungs aus dem Westen versuchten, das auszunutzen mit Scholz. Lehnhoff zumeist auf Linksaußen platziert. Auf Rudi Völler gegen Kreuzer. Kahn nach schon 25 Minuten. Lupescu. Ungewöhnlich schlampig. Ziege, Helmer. Welch ein Traumpass, Papa Vollborn mit all seinem Können und dazugehörigem Glück, armer Jean-Pierre. Nochmals gleich, welch ein Auge von Helmer, dem Libero und Papa durch Vollborns Beine, doch Muskulatur und schlappriger Trainingsanzug als Ablenkgehilfen.
Es war das Spiel der Routiniers gegen eifrig bemühte, aber selten so wie gerade durchschlagskräftige Hausherren. Die Zeiten haben sich halt geändert. Schuster, Andreas Thom gegen Babbel. Latte, Kirstin gegen Kreuzer, das 1:0 für Leverkusen nach 31 Minuten. Und wundern tut sich darüber schon hier gar keiner mehr. Rückstand, Alltag im Olympiastadion. Auch Trapattoni dürfte sich allerdings schweren Herzens daran gewöhnt haben. Wie lange noch? Die Zeitlupen. Wohl kein Abseits, Babbel nachlässig gegen Thom. Und wie schon gegen 1860 das Duo Thom und Kirsten erfolgreich. Und in der zweiten Wiederholung achten Sie auf den Zusammenprall von Babbel und Kahn. Einer nämlich mit traurigen Folgen. Der Schock, die niederschmetternde Diagnose. Kreuzbandriss bei Oliver Kahn. Im Tor nun Sven Scheuer seit März 91 zum ersten Mal wieder. Lothar Matthäus im Mittelfeld noch nicht mit der Wirkung, als wenn er von hinten agieren kann. Christian Ziege, Nährlinger. Ziege gegen Scholz. Christian Nährlinger. Der Ausgleich war perfekt. Nach 43 Minuten alles für das gebeutelte Selbstvertrauen. Da gewinnt Ziege in der Offensive einmal einen Zweikampf und schon scheppert's. Nährlingers Tor Nummer 4 in dieser Saison. Giovanni Trapattoni, die Gazzetta dello Sport, meldet heute, am 15. Dezember wird er bekannt geben, dass er nicht verlängern wird. Tja, schauen wir mal. Zweite Halbzeit. Der Ausgleich hat den Bayern neuen Mut eingehaucht. Forsch begannen sie und plötzlich das Offensivensemble in Weiß unter Druck. Papa Jorginho. Fehler, Scheutemann, Zickler. Das Pech der Jugend oder die Hast der Jugend. Nochmals, Happal bringt Scheutemann in Verlegenheit, Alexander Zickler nach 50 Minuten. Wie gehabt in all den Heimspielen, erst nach Rückstand drehen die Bayern auf. Die psychologische Sperre, Angst vor der eigenen Courage, keine Ahnung. Babbel. Nährlinger. Nur 2 Minuten später, jetzt lief's, jetzt war Feuer unterm Dach. Einwurf, Christian Ziege. Bernd Schuster als Manndecker gegen Nährlinger. Papins akrobatische Flugeinlage. Schuster, zulässig, Ziege und Matthäus. Damit hat er einfach nicht gerechnet. Oh, ihr Götter, wann seid ihr uns wieder hold? 7-mal unentschieden in den vergangenen 10 Spielen, das Resultat beider Teams. Aber die Bayern wollten nun vehement damit Schluss machen. Auch Matthäus explodierte nun und Jorginho. Kopfball, Schuster, Didi, Hammann. Stepanovic versucht zu ordnen mit der Zigarillo-Hand. Freistoß Bayern. Matthäus, Markus Babbel. Stand unglücklich zum Ball, trotzdem gut reagiert von Vollball. Wie weggeblasen die Souveränität der Gäste in der ersten Halbzeit. Bayerns Sturmlauf im Mittelpunkt, Lothar Matthäus. Gegen Lupescu, ein Fall, ein Pfiff, Elfmeter, mein Schiedsrichter Fröhlich. Die Zeitlupe, der Kapitän als Schlawiner, Lupescu nicht der Sündenbock nach 74 Minuten. Er fühlt sich für alles zuständig, Matthäus. Auch als Schütze das 2:1 die Führung herausgeschunden und vollendet durch den Allesmacher. Rüdiger Vollborn verladen die Ohnmacht des Torwarts. Andreas Neuendorf für Andi Thom im Spiel. Rudi Völler gut bewacht von Markus Babbel. Schuster. Lupescu. Neuendorf schießt Nierlinger an, Kreuzer möchte Abseits stellen und Lehnhoff plötzlich. Sven Scheuer, die Riesentat. Gleich wieder Bayern-Power, Jorginho auf Matthäus, wesentlich agiler als in der lahmen ersten Halbzeit. Vollborn, zurück im Kasten, Matthäus, Zickler.
an den Pfosten. Er hat die Chancen, auch das zeichnet ihn aus. Bernd Schuster. Abgeprallt auf Matthäus und dann rasseln die großen alten Herren des deutschen Fußballs zusammen mit dem Ergebnis, dass der geniale Spielmacher mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. Nochmals, leicht touchiert, allemal, aber auch leicht geflogen, allemal. Einem Star wie Schuster wird die Jacke gereicht, Butler Sergio. Und wenn er nicht mehr durfte, dann wollte auch er nimmermehr der ausgepumpte Matthäus. Freistoß Leverkusen, Sekunde noch zu spielen. Happal regt sich auf. Lupesco schießt und trifft. Doch der Schiri hatte das Spiel noch nicht freigegeben. Trapattoni schwant Übles. Die Wiederholung. Andreas Neuendorf. Scheuers Glanztat und Trapattonis Leiden. Das war dann auch genug der Nervenschlacht für alle. Bayern gewann mit 2:1. Uli Köhler und Ecki Häuser, bitte. Wir haben eine ziemlich lange Verletzung gehabt, jetzt ein Jahr weit weg vom Fenster. Und momentan trainiere ich sehr gut. Und für mich war jetzt halt wichtig, dass er mal wieder zum Spielen kommt. Obwohl es mir im Oliver sehr leid tut. Was ist mit der umstrittenen Elfmetersituation? War es ein Foul an Matthäus? Nee, ich bin stehen geblieben und er ist geschickt dann mit mir gelaufen, hat sich fallen lassen und Schiri hat darüber gegeben. Also kein Elfmeter? Für mich nicht. Das war also Bayern München gegen Bayer Leverkusen und ich habe Ihnen wohl nicht zu viel versprochen. Da war eine ganze Menge drin in diesem Spiel und einer, wohl unbestritten, der Mann des Tages. Und den begrüße ich sehr herzlich im Münchner Olympiastadion. Hallo, Lothar Matthäus. Guten Abend. Lothar, dann sagen Sie doch ein Wörtchen zum Spiel. Das ging ja relativ eng zu. Den Elfmeter mit rausgeholt, dann bei der Gelb-Roten gegen Bernd Schuster beteiligt. Also, Sie waren schon munter mit dem Mann. Ja, okay. Als Mittelfeldspieler ist man mehr im Gedümmel. Und mein Entschluss nach der Mittwochpleite gegen Paris Saint-Germain war einfach, dass ich der Mannschaft in dem jetzigen Moment einfach mehr helfen kann im Mittelfeld. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, dass ich meinen Teil dazu beitragen konnte, zu dem heutigen Sieg. Ich glaube, beim Elfmeter hat man gesehen, wenn ich nach vorne reingehe, wenn ich die Möglichkeit habe, ist Gefahr für den Gegner da. Aber trotzdem haben wir noch unsere Schwächeperioden gehabt und die müssen wir versuchen abzustellen. Wir haben noch Ziele, nicht nur in der Bundesliga, sondern auch nach wie vor im Europapokal. Lothar, jetzt sind mir zwei Dinge aufgefallen. Erstens, beim Wort Mittelfeldspieler haben Sie ganz angenehm gelächelt. Und zweitens haben Sie gesagt, mein Entschluss. Haben Sie das selbst entschieden? Ich habe das selbst entschieden. Wir haben uns am Donnerstag Nachmittag 2-3 Stunden zusammengesetzt, Präsidium, Trainer und ich. Und es war mein Entschluss, beziehungsweise ich bin auf den Trainer, auf das Präsidium zugegangen und habe gesagt, also ich will mich für den Verein einsetzen und ich glaube, es ist besser, wenn ich zurzeit im Mittelfeld spielen werde. Mhm. Kann das denn Auswirkungen haben auch auf Ihre Rolle in der Fußballnationalmannschaft? Ich glaube nicht, das ist eine vorübergehende Lösung. Bis zur Winterpause haben wir das vor, eben auch in den zwei wichtigen Bundesligaspielen, aber vor allem auch im Champions League-Spiel bei Dynamo Kiew. Und in der Winterpause haben wir Zeit, über das, was falsch gemacht worden ist, nachzudenken. Und dann hoffe ich, dass es in der Rückrunde besser läuft. Eine eher traurige Geschichte aus dem Spiel heraus. Können Sie ein bisschen was zur Verletzung von Oliver Kahn sagen? Ja, es ist schwerwiegender, als wir angenommen haben. Es ist, glaube ich, eine der schlimmsten Verletzungen, die ein Fußballspieler haben kann. Ich kann da ein eigenes Lied davon singen. Er hat einen Kreuzbandriss und wird in den nächsten 5-6 Monaten ausfallen. Von hier aus gleich gute Besserung an Oliver Kahn. Und ich glaube, die Mannschaft wird sich in den nächsten 5-6 Monaten auch für dich reinhängen, Olli. Okay, das ist ein sehr nettes Wort und wir schließen uns dem alle an. Grüße an Oliver Kahn. Eine Geschichte noch zum letzten Spiel in Karlsruhe, Lothar Matthäus. Es ist ja wirklich nicht alles Lug und Krug in der Fußball-Bundesliga, wie wir wissen. Haben Sie da noch was zu sagen zu? Ja, okay. Ich weiß selber, dass ich mich im Ton vergriffen habe. Dafür möchte ich mich auch entschuldigen. Natürlich war ich sauer nach dem Spiel, enttäuscht. Und die Geschichte ist natürlich groß aufgespielt worden. Schade, dass der Fußball vielleicht darunter gelitten hat. Aber ich bin mal so und jeder Mensch hat Fehler. Wir grüßen herzlich den Kapitän der Fußballnationalmannschaft. Alles Gute nach München. Schöne Grüße nach Hamburg. So, und dann kommt Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. 3-1. Und deshalb trägt dieses Spiel heute das Prädikat wertvoll und empfehlenswert. So soll es gehen für beide Mannschaften. Wir schauen mal auf die taktische Mannschaftsausstellung. Zuerst die der Gastgeber Borussia Mönchengladbach mit Kamps im Tor. Und dann, weil es mit der einen Viererkette so gut klappt, haben sie es im Mittelfeld nochmal eine davor gestellt. Mit Winhoff, Nielsen, Effenberg und Hochstetter. Vorne dann Heiko Herrlich und Martin Dahlin.
Die Gäste, die Jungs von BVB 09 Dortmund, versuchen es so. Die Namen dürften ihnen geläufig sein. Es sind nämlich exakt die 11 Herren, die in La Coruña gespielt haben. Mit Sammer als Libero, Möller vorne drin und Chapuisat Riedle, die beiden Spitzen. Werner Hansch ist der Reporter bei dieser Partie und er hat zwei Männer ganz besonders beobachtet. Nämlich bei diesem ausverkauften Spiel keine Karte mehr zu haben. 34.000 Zuschauer sind nur drin. 100.000 hätten sie verkaufen können. Ein Segen, dass sie die Randauer-Karte haben, die kostenlose. Also, Werner Hansch ist der Reporter und er hat zwei Männer besonders beobachtet. Den Blonden und den Roten, die sich beide zurzeit nicht besonders grün sind. Ja, ja, ja. Ist schon in Ordnung, aber es brauchte deshalb keiner schwarz zu sehen. Denn wenn alle Konflikte so gelöst würden, wie der zwischen Sammer und Effenberg, da könnten wir alle in Frieden leben. Eine starke Dortmunder Fraktion, selbstverständlich mit dem Spitzenreiter hergereist auf den Bökelberg, der platzte aus allen Nähten. Das ist Stefan Reuter. Möller. Und Sammer vor der Abwehr spielen, wie zuletzt immer. Reinhardt, Spiel über die Flügel. Chapuisat und Zorn. 10. Minute 0:1. Der hat also auch schon zum 5. Mal getroffen für seine Borussia. Für seine Borussia, der Kapitän Michael Zorc. Chapuisat. Und dann Energieleistung von Michael Zorc. Im Rückwärtsgang. Gegen Andersson, Kopfballsieger, keine Chance für Uwe Kaps. Selbstbewusstsein, das haben sie mitgebracht hierher auf den Gladbacher Bökelberg. Das Spiel lief sehr gut bei den Dortmundern. Chapuisat mit frischem Wind. Hier gegen Andersson, Chapuisat und Riedle. Da war gerade mal eine Viertelstunde gespielt, da getroffen hat er, der Karl-Heinz. Aber den Falschen musste behandelt werden. Ah, super Pass. Und da fehlt ein Zentimeter bei Karl-Heinz. So sieht ein Bedenkenträger aus. Bernd Kraus, der Gladbacher Trainer, hat ja mal seine Laufbahn begonnen als Profi bei den Dortmunder Borussen. Hat es allerdings nur auf ein Spiel gemacht. Kastenmeier. Darlin gegen César. Und Heiko Herrlich nach 18 Minuten der Ausgleich. Ja, wenn das Spiel über die Außen kam bei Gladbach, dann wurde es gefährlich. Leider viel zu selten. Darlin scheitert an Klos und an Heiko Herrlich. Der hat jetzt seinen 9. Treffer gemacht. Das ist jetzt schon Saisonrekord für ihn. Also ein ganz, ganz wichtiger Mann hier in Mönchengladbach. Riedle gegen Jörg Neun. Chapuisat. Und jetzt eine blinde Abwehr von Kastenmeier. Auf Reinhardt, Chapuisat, 22. Minute, 1:2. Mit ganz einfachen Mitteln durch die Lücken der Viererkette, aber Ausgangspunkt, die katastrophale Abwehr von Kastenmeier. Und dann war der Ball auch noch abgefälscht, wir werden es gleich sehen, von Kastenmeier selbst, also das Hinterbackentor vom Gladbacher Bökelberg. Darlin. Binhoff. Moin. Und Kastenmeier. Da hier ahnte man mal etwas vom Kombinationsfluss der Gladbacher, der in den letzten Wochen so oft beschworen wurde. Da lief mal der Ball, aber ansonsten war es Fußball aus der Kühlbox. Herrlich gegen Sammer. Und das, liebe Zuschauer, war der einzige Riss im Dortmunder Spiel der ersten 45 Minuten. Rumschädel bei Herrlich. Und so macht man das heute. Wunde geklammert von Dr. Büscher. Früher haben wir so die Gardinen zu Hause zusammen geheftet. Matthias Sammer, das Markenzeichen des Dortmunder Spiels. Der Mann steht durch. Andersson. Er hatte es überwiegend mit Chapuisat zu tun. Klinkert gegen Riedle. Das ist Herrlich. Darlin in der Mitte gegen Schmidt. Das war mehr eine Zufallsaktion. Die Zeitlupe wird uns das belegen. Nicht kontrolliert den Ball getroffen, kein Problem für Stefan Kuss.
Winhoff. Und dann dieses Foul von Stefan Effenberg, der in der ersten halben Stunde kaum auffiel. Das ist die fünfte gelbe Karte und damit hat er dann am nächsten Wochenende Pause. Foul an Steffen Voss. Peter Nielsen. Außen kommt Kastenmeier. Und Herrlich. Heiko Herrlich. Ja, da stand er doch frei, Junge. Geradeaus, da stand das Tor. Wieder Effenberg. Jetzt mit seiner schönsten Aktion im ersten Durchgang. Aufpassen. Super vorgelegt. Aber Martin. Martin Dolin. Absolut blind vergeben. Diese Chance. Da kommt Andersson. Ja, richtig, wenn vorne alles abgeschirmt ist. Da bewegt sich nichts. Stürmer gut beschattet, dann muss man es mal aus der zweiten Reihe versuchen. Patrick Andersson. Wieder Sammer. Und jetzt Andreas Möller. Was der da macht auf Schapisa, kein Abseits. 45. Minute, 1:3. Und damit hat er jetzt seinen Mannschaftskameraden Möller eingeholt. Ja, die suchen einen Schuldigen, die Gladbacher. Die beste Aktion von Andi Möller, von dem ich bisher dachte, er hatte sich einen Doppelgänger genommen für heute. Da bei dem Abspiel, da stand Riedle vorne im Abseits, aber nur passiv, deshalb zurecht entschieden. Was gab es noch? Ein bisschen Kunststoff-Erotik. Es gibt ja, liebe Fußballfreunde, einige Zuschauerinnen, die machen sich zu Hause extra schön für den Moderator im Spiel. Gladbach kommt, zweiter Durchgang mit Blinker. Solche Gelegenheiten hatte er nicht oft in dieser Begegnung. Ganz cool bleiben. Ottmar Hitzfeld, sicherer Vorsprung für seine Mannschaft. Dann Jörg Neun gegen Schmidt. Mensch, das hat bis auf die Tribüne geknallt, ohne Seitenaufprallschutz, auf dem glatten Rasen und ohne Einwirkung des Gegners. Da. Bing. Aber die können was einstecken, die Kameraden. Nach kurzer Behandlung konnte er weiterspielen. Dann Dali. Ah, war ein brotloser Rittberger. Und auch Holger Fachhauter über den Ball. Der war in der 67. Minute gekommen für Peter Winhoff. Zuvor hatte Trainer Kraus bereits Martin Max eingewechselt für den enttäuschenden Peter Nielsen. Da wird er angespielt. Von Effenberg. Martin Max gegen Schmidt. Und Martin Dahlin, wir haben die 81. Minute, der Anschlusstreffer, nur noch 2:3. Fünftes Saisontor für Dahlin. Toll, wie er sich durchsetzt. Martin Max und dann Mutterseelen allein, unbewacht. Dahlin, keine Chance für Stefan Kürz. Das ist ein Fall für Kastenmeier. 35 Meter. Ein volles Bund, aber hinten steht Stefan Kloß. Bei Dortmund jetzt doch die Auswirkungen des Europapokals. Da ließen die Kräfte nach. Aber hier noch einmal schön von Chapuisat eingesetzt. Riedle gegen Kamps. Sauber und fair gestört, klärt. Das wäre sicher die Entscheidung gewesen. Jetzt diese Szene. Freund gegen Max. Und der Linienrichter signalisiert Freistoß für Gladbach. Der sanftwütige Steffen Freund. Also unser Eins als Publikum muss sagen, ich habe da nichts gesehen. Kastenmeier, Holger Fach, 90. Minute, tatsächlich der Ausgleich. Wunder, kleine Wunder, liebe Fußballfreunde, gibt es immer wieder. Und manchmal sogar im Fernsehen. Fragen, musste Kloster raus? Der Ball dreht sich raus aus dem 5-Meter-Raum. Und wieso stand Holger Fach so frei? Cesar hinter ihm und davor Riedle. Ja, das ist der Rhythmus
wo ein jeder mit muss. 3:3, sehr glückliches Endergebnis für Borussia Mönchengladbach. Und dann die Versöhnung Effenberg und Sammer. Soll Sammer in die Nationalmannschaft? Nein, wurde Sammer zitiert. Also Effenberg nicht. Gilt das noch? Markus Höhner hat nachgefragt. Ich wollte Sie mich fragen. Ich habe überlegt, in die Pressekonferenz zu gehen. Werde ich vielleicht nicht tun. Aber ich möchte mich offiziell bei Stefan Effenberg entschuldigen. Ich habe ein Sportsinterview gegeben vor 2 Monaten. Da habe ich verschiedene Dinge auch gesagt, auch im normalen Gespräch. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Und der Bild-Zeitung möchte ich sagen, wir haben schöne Politik gemacht. Vielen Dank. Ich finde es wichtig, dass Leute sich, wenn sie sowas sagen, auch den Mut haben, sich zu entschuldigen. Und den Mut hat Matthias Sammer gehabt. Also Riesengeste bei diesem Spiel. Und Riesenspiel. Einer unserer Zuschauer hier im Studio sagte, alles für Werder, wir grüßen die Bremer. Und Sie wissen natürlich selbst, dass nur noch ein Pünktchen ist zwischen Borussia Dortmund und dem SV Werder Bremen. Eine Geschichte noch zu Stefan Effenberg. Der Präsident von Florenz, Giancarlo Antonioni, hat sich bei den Kollegen von Premiere geäußert und hat gesagt, Effenberg ist unser Eigentum, wir werden ihn nicht freigeben und gehen davon aus, dass er nächste Saison wieder bei uns spielt. Sie denken, Sie wissen alles, dem ist nicht so, Sie erfahren mehr. Die Zusammenfassung der Spieltag, Till Öppert und Jörg Schlockermann. Ran der 15. Spieltag. Magische Momente beim heutigen Spitzenspiel am Bökelberg. Es gibt sie also noch, die Ballzauberer. Hackentrick, Beinschuss, Flugkopfball und Fallrückzieher. Für den Gegner grenzt es an Magie. Und er ist das Genie, Meister Stefan vom Effenberg, der gefürchtetste Ballzauberer der Liga mit bisher 15 Zaubertricks. Die besten Zauberlehrlinge Stefan Chapuisat und Juri Mölder mit immerhin 14 Kunststücken. Schön, aber leider viel zu selten. Magisches von JJ. Die Ergebnisse. Mönchengladbach-Dortmund 3:3. Dresden-Karlsruhe 1:1. München-Leverkusen 2:1. Hamburg-Kaiserslautern 0:0. Freiburg-Stuttgart 2:0. Köln 1860 München 2:1. Gestern spielten Bochum-Uerdingen 2:1. Und Bremen-Schalke ebenfalls 2:1. Fehlt noch ein Spiel. Und das gibt's am Sonntag um 19.15 Uhr in Ranissimo. Duisburg gegen Frankfurt. Mit dabei Duisburgs Jugendnationalspieler Markus Reiter. In der Schule stand er heute noch vor lösbaren Aufgaben. Das kann morgen anders werden. Als Mannlecker soll er dann wohl Anthony Yeboah entzaubern. Die Tabelle. Dortmund nur noch einen Punkt vor Bremen. Dahinter punktgleich Mönchengladbach, Freiburg, Bayern und Kaiserslautern. Der HSV durch das 0:0 auf Platz 7 abgerutscht. Leverkusen jetzt auf Rang 8. Gleich auf mit dem Karlsruher SC. Die ganze Tabelle auf einen Blick. Und die untere Hälfte, sie wird von den Stuttgartern angeführt. Die Frankfurter Eintracht, die einzige Mannschaft mit ausgeglichenem Punktverhältnis auf Platz 11. Die Plätze 12 bis 15 unverändert, Schalke vor Köln, Uerdingen und Dresden. Durch die Schlappe in Köln hat 1860 den 16. Platz an Bochum verloren. In Duisburg hofft man auf das morgige Spiel gegen Frankfurt. In der Torjägerliste hat Freiburgs Rodolfo Cardoso mit diesem verwandelten Elfmeter die Spitze übernommen. Er führt jetzt mit 11 Treffern vor Stefan Chapuisat und Andi Möller. Die beiden Dortmunder haben je 10 Tore erzielt. Pfosten und Lattenschüsse haben wieder Hochkonjunktur. 96 Mal wurde das Aluminium bisher strapaziert. Heißester Anwärter für das goldene Lattenkreuz ist Stefan Kunz mit 6 Treffern. Auf Platz 2 mit 4 Aluschüssen Freddy Bobic, dahinter Martin Wagner und Thorsten Fink. Unangenehm aufgefallen ist in den letzten Wochen eine neue Unsitte. Karten fordern für den Gegner. Den Schiedsrichtern passt das überhaupt nicht. Es wohl so zu machen ist, dass der Spieler vielleicht beim ersten Mal ermahnt wird, das zu lassen. Sollte er es wiederholen, dann stellt das sicherlich eine absolute Unsportlichkeit dar und dann ist wieder gelb. Noch ein magischer Moment. Die 18. Minute in Mönchengladbach. Heiko Herrlichs Ausgleichstreffer gegen Dortmund. Das 400. Saisontor. Glückwunsch. Soweit also die Zusammenfassung von Till Öppert und Jörg Schlockermann. Und es geht schneller weiter, als Sie denken. Ran kommt schon am Dienstag wieder. Ran am Dienstag mit der ersten Bundesliga und dem Schlager Köln gegen Kaiserslautern. Dazu Bochum gegen Karlsruhe und Mönchengladbach gegen Uerdingen. Das alles am Dienstag um 22.15 Uhr in Ran Sat.1 Fußball.
Ergebnisse aus der zweiten Fußball-Bundesliga von heute, wenn Sie bitte kurz schauen möchten. Dann sehen Sie Zwickau St. Pauli 0:0, Wolfsburg-Hannover 2:1, Meppen-Chemnitz 3:0, Homburg-Nürnberg ebenso 3:0 und die Partie Mannheim-Saarbrücken, das 2:2 gab es schon gestern um 18 Uhr. Dann werfen wir einen Blick auf die aktuelle Tabelle und da ist Wolfsburg nach wie vor vorne vor St. Pauli, weil Düsseldorf erst am Montag spielt. Meppen, Rostock, Hertha auf 7, die spielen morgen. Hier ist der Überblick und hier ist die untere Hälfte mit Zwickau vorne und Chemnitz, Leipzig und dem FSV Frankfurt ganz hinten. Dann haben wir noch besonders Wichtiges vom Tennis. 6. bis 11. Dezember in München, der Compact Grand Slam Cup. Und heute fand im Münchner Olympiastadion die Auslosung statt. Uli Köhler weiß ganz genau, gegen wen Boris Becker am Nikolaustage anzutreten hat. Und er weiß es nicht nur, er verrät es ihm auch. Nikolaus. Also du Rockbuch, das ist ein Osterhassi, das ist kein Nikolaus. Osterhassi. Nikolaus. Ab Nikolaus in München 9 der 10 besten Tennisspieler der Welt. Ein Verdienst von Initiator Dr. Axel Meyer-Wölden. Ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen, mich beim FC Bayern München recht herzlich zu bedanken. Dass wir dies in der Glücksfee, Bayern-Präsident Franz Beckenbauer, immer dann ein Tennisfan, wenn es zum Golfen zu kalt wird. Franz Beckenbauer begrüßen, der bei der Losziehung uns behilflich ist. Um diesen Pokal geht es. Boris Becker in line number 5. 8 Spieler wurden gesetzt, Boris Becker dabei in der Hälfte des Weltranglisten 4, Pete Sampras. Zunächst ging es um den ersten Gegner für den Amerikaner. Sampras, number 16, Jaime Izaga. Jaime Izaga aus Peru. Es hätte Sampras schlimmer treffen können. Doch dann Spannung. Wer wird gegen Boris Becker spielen? Next on the list, number 15, Wayne Ferreira. Wayne Ferreira also. Der Kaiser, fachkundig. Guter Spieler. So annähernd meine Spielstärke. Nee, guter. Sehr guter. Gefällt mir gut, ja. Was ist denn das los für den Boris? Oder haben Sie was dort noch Leichteres? Ein bisschen Leichteres. Also der war einfach Lehrer. Ich habe den ein paar Mal gesehen. Ein hervorragendes Spiel. Ich weiß nicht, seine augenblickliche Verfassung, aber kann sehr unangenehm sein. Kann man wohl sagen, denn gegen den Südafrikaner schied Boris Becker letztes Jahr gleich in der ersten Runde aus. Der erste Auftritt des Deutschen in München überhaupt war nur von kurzer Dauer. Diesmal soll alles anders werden, damit der ganz geheime Wunsch des Dr. Axel Meyer-Wölden in Erfüllung geht. Natürlich habe ich einen geheimen Wunsch. Das ist ganz klar. Ich würde sehr gerne Boris und damit dann auch Ergas im Finale sehen. Das ist möglich durch diese Konstellation. Und das wäre auch fürs Publikum, auch für Sat.1, glaube ich, das Schönste, was uns passieren kann. Die Übersicht am Dienstag in Sat.1. Zunächst Sampras gegen Izaga, anschließend Becker gegen Ferreira. Am Mittwoch dann die Partien Edberg gegen Larsson und Muster gegen Agassi. Also Nikolaus, geht's los mit diesem Mann. Grüß Gott, ich habe die Ehre, einer von 16 Spielern zu sein beim Compact Grand Slam Cup und hoffe, dass Sie mich auf Sat.1 live sehen können. Der Kleine. Nein, das ist nicht Nikolaus, das ist Osterhassi. Nikolaus. Also 6. bis 11. Dezember der Compact Grand Slam Cup in München. Von mir gibt's noch eine Geschichte. Und zwar den Hinweis auf morgen. 19.15 Uhr, Duisburg-Frankfurt, in Ranissimo mit Reinhold Beckmann, der sich sehr freuen würde. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke für den Besuch im Studio und tschüss.
1 Fußball. Ein Genuss mit Becks. So verblüffend echt sein?